Okay, Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tears of the Kingdom. Das letzte Mal haben wir diesen Schrein hier schon mal. Oh, hier ist noch eine Truhe. Habe ich ja nicht gesehen. Erstmal mitnehmen hier, mein Gott. Toppas, guck mal, schon direkt gelohnt. So, hier, schön Grillfleisch, Palmfrucht, let's fucking go. Okay, genau, wir haben ja letztes Mal hier die Insel gesäubert und haben hier auch den Schrein schon erledigt. Komm ich hier hoch? Ja. Ja, und jetzt kehren wir nochmal zurück zu dem Dulli, der da oben ist. Über uns quasi. Um, ja, vielleicht nochmal eine Belohnung einzuheimsen. Das wäre natürlich super. Ich meine, ich habe das natürlich komplett selbstlos getan, ne? Ich hätte es auch getan, wenn ich keine Belohnung bekommen hätte. Nein, hätte ich nicht. Ich bin nur für die Belohnung hier. Ich hoffe, dass ich jetzt hier rumkomme, ohne zu verrecken. Das wäre auch eigentlich ganz freundlich. Ja, naja, auf die Felsen komme ich auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir ja eigentlich schon fertig hier, so mit dem Teil der Map. Und dann muss ich mir mal überlegen, wo wir jetzt hingehen. Es wäre ja dann eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, jetzt endlich mal Richtung Todesberg zu gehen, ne? Und nächsten Tempel. Also die nächste Hauptquest. Ich weiß ja nicht, ob es da einen Tempel geben würde. Ja. Ballert mich ruhig weiter voll. I don't fucking care. So, wo ist er mit seinem Zelt? Da. Hallöchen. Rückzug oder Risiko? Ah, was passiert? Das steht dir ins Gesicht geschrieben. Auf der Rückseite der Insel gibt es eine Höhle, in der sich das Piratenschiff zurückgezogen hat. Und du hast die Piraten einfach so angegriffen und besiegt. Unglaublich, so ganz allein, wirklich Wahnsinn. Dafür sollte ich mir als Mitglied der Monsterwehr ein Stück abschneiden. Mir gehen die Nerven einfach zu leicht durch, aber dank dir haben sie sich erstmal beruhigt. Ah, dafür, dass du dein Leben riskiert hast, musst du natürlich eine Belohnung bekommen. Hier, nimm das als Zeichen meines Dankes. Ist gut, aber ich hätte gerne Geld. War das... Von Goman heißt der, Alter. War das vielleicht ein kleiner Schock für dich, dass meine Belohnung wertvoller ist, als du dachtest? Ich habe das Ding auf einer früheren Mission für die Monsterwehr aufgegabelt. Und bis zum heutigen Tage habe ich als Glücksbringer behalten. Dir wird es sicher mehr nutzen als mir. Jetzt muss ich noch einen Bericht der Ereignisse hier erstellen und dann werde ich die Insel schnurstracks verlassen. In Zukunft möchte ich dann versuchen, nicht mehr so ein Angsthase zu sein, sondern eher so wie du. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Es wäre schön, wenn wir uns mal wieder treffen. Ja, bla bla bla. Hey, wo ich den Kochtopf hier sehe, ich wollte doch mal wieder kochen, weil ich halt so viel verballert habe in letzter Zeit. Furchtbar. So, Butter, Ziegenbutter. Nee, für irgendwas brauchen wir das, glaube ich. Deswegen, Hyrule-Reis brauchen wir auch. Ich mache einfach mal einen Apfel mit rein. Keine Ahnung, eine Banane, Alter. Ach so. Ja, das brennt nicht und ich glaube, das wird auch nicht brennen, weil es regnet, wobei. Ist eigentlich da drunter, ne? Das ist lächerlich, das ist lächerlich. Gut, dann verpiss ich mich halt. Ja, ne? Ich denke tatsächlich mal, das ist am besten, wenn wir... Hier ist ja noch ein Schrein, ne? Ja, komm, dann gehen wir den Turm hoch und fliegen dahin. Ja, doch. Doch. Wir machen jetzt hier weiter. Auf zum Todesberg, Leute. Ich hab Bock. Bin gespannt. Nächste Hauptquest. Oh mein Gott. Ja, irgendwann werde ich sicherlich auch nochmal in die Unterwelt gehen. Vielleicht machen wir das danach mal. Wäre ja auch mal wieder die Idee, ne? So, ich kann ja auch eigentlich mal hinlaufen. Das ist ja jetzt auch jetzt nicht so der Weg da. Irgendwo da. Wahrscheinlich ist es der da, ne? Nö. Okay. Ist aber ein anderer Schrein. Gut. Ein Pfeil. Ah ja, da ist er. Inklusive Stall.
Da ist der Turm. Das ist natürlich auch irgendwie eine interessante Location. Aber eigentlich kann man das in der super alles in einer Runde abgrasen. Nee. Brauche ich doch die Sensorsteuerung, glaube ich. Ich hasse alles. Danke. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig markiert. Und wenn nicht, ist es mir eigentlich auch egal. Ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Das ist schlecht. Bandschrein in der Nähe, ja. Ich sehe ihn tatsächlich auch schon. Hi Terry, was geht ab? Du Affe. Oh ne, da oben seht ihr es. Da ist dein Krog. Ja. Ich kümmere mich gleich drum. Was machst du dafür? Alter, krasse Karate-Moves. Er hat eine Quest, safe. Wer hat eine Quest? Doch nicht. Mach mal weiter so. Irgendwer hat hier bestimmt eine Quest. Das Mädchen vom Stall. Ja, ja, bla bla. So. Oh, wir kommen auf steile Berge. Danke, dass du eine Stelle nutzt. Bla bla. Riesenpunkt. Gut, nochmal von vorn, Link. Was darf sein? Tschüss. Bergfahrt, der nach Nordwesten führt, aber auch nach Koronia. Gut, durch den Kataklysmus ist unpassierbar geworden. Es hausen jetzt viele Monster dort. Es kann jetzt nicht gefährlich sein, diesen Weg zu nehmen. Wenn du nach Koronia möchtest, gehst du am besten eine andere Strecke. Folge der Strecke nach Süden und dann nach Westen. Hinter dem Stall des Waldes gelangst du dann auf einen Bergpfad. Aha. Ich werde einfach. Ich werde meinem Instinkt folgen. Okay? Ah, guck mal. In Unterwäsche. Aha. Aber wie ist der Typ hier hinten noch aufgefallen? Bestimmt hast du noch auch was. Hunde sind spitze. Ich stimme dir zu. Aber werde nicht weiter elaborieren. Hier ist ein Brunnen. Oh. Glutling hatten wir noch gar nicht. Gut, dass sie nicht mehr ist tatsächlich. Gute Schwerter sind Mangelware. So, ich mache jetzt aber damit kaputt. Diese scheiß Dinger, Mann. Wer braucht die, ey? Ah, verstehst du halt auch einfach nicht, ne? Oder schießt man dann irgendwie... Nee, wie schießt man denn mit denen? Also wahrscheinlich kann man mit denen irgendwie schießen, ne? Wäre jetzt so meine... Assoziation. Asoziale Assoziation. Hä? Das Ding ist untergegangen. What the fuck? Ah, weil das morsch ist, oder was? Geht Holz dann unter, wenn es morsch ist? Kann man überlegen, ich glaube sogar schon, ne? Gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So in etwa. Aber da hinten an die Truhe komme ich natürlich trotzdem schlecht ran, ne? Da kann ich einfach hinschwimmen, ne? Oh, sehr gut. Mehr ist der Schildhaini mir jemals geben. Das steckt in der Wand. Das ist ja lustig. Okay, ja. Dann werde ich wohl... Na, wobei, wenn ich mich hier so hin platziere... Warte mal. Ich kann doch auch ganz easy game hier. Blub. Aber das da hinlegen und dann da hinschwimmen. Ich wollte gerade sagen, sonst muss ich da wohl so ein Ding bauen. Flop. Natürlich. Das sah sehr lustig aus, wie das einfach in der Wand steckte, fand ich.
So, bitte was Gutes. Ich hab noch nie sowas Enttäuschendes aus einer Kiste gezogen. Uff, Alter. Ah, dann beide ich jetzt auch. Die Schild. Okay, Pain, was gibt's denn bei dir so? Erstmal alle Quests mitnehmen und nie erledigen. Hallo Kollege, sag mal, hast du diese Typen in Unterwäsche gesehen, die sich hier im Stall einquartiert haben? Tatsächlich schon, ja. Meine kleinen Vögelchen zwitscherten mir folgendes. Es handelt sich um Mitglieder der Sonau-Forschungsgruppe, die sich auf Befehl von Prinzessin Zelda so kleiden. Bis vor kurzem hat man hier viele Reisende Richtung Goronia angetroffen. Doch jetzt gibt es eine neue Straße und hier ist es so einsam geworden, dass sich sogar Monster einnisten konnten. Alles in allem ist es also ziemlich riskant, hier nur in Unterwäsche herumzulaufen. Das sage ich den Forschern immer wieder. Aber sie hören mir einfach nicht zu. Es heißt dann immer gleich, dass Prinzessin Zelda das ebenso befohlen hätte. Einige von ihnen sind sogar zu einer Forschungsmission aufgebrochen. In Unterwäsche. Sie wollten eine Monsterhöhle an der Bergstraße dort erkunden. Aber sie sind noch immer nicht zurück. Ich bezweifle ja, dass Prinzessin Zelda solche Befehle geben würde. Naja, dieses Gezwitscher, es muss etwas anderes dahinter stecken. Wir sollten hier einmal nachpicken. Gut, ich schreibe mir kurz in mein Notizbuch. Zelda in Unterwäsche begegnen. Alles klar. Gut. Ja, wahrscheinlich diese komische Fake-Zelda da wieder. Na gut, dann gehen wir mal in den Schrein, hä? Ah, das ist hier so ein... Oh. Mein bester Freund. Der Penner vom Dienst. Jetzt könnte ich ja jetzt noch so ein Ding durchhieben, ne? Perspektive ist ein bisschen räudig, sind wir mal ganz ehrlich. I guess. ja. Rein theoretisch? Müsste es doch halten, oder? Lass uns mal los. Ach, es gibt noch da. Okay. Wow. Ja, okay. Ich sehe, warum es noch da gibt. Wirklich nichts Nerviges als diese Aufgaben. Keine Ahnung, es macht einfach keinen Spaß. Kann der auch nichts ranpappen. Theoretisch könnte ich das gleiche machen mit einer... Oder? Nee, weiß ich nicht. Mit einer Plattform darunter. Machen wir direkt mal zwei. Nee. Wenn es auf gar keinen Fall umkippt. Oh, das hat funktioniert. Geil. Okay. Ja. Mach halt irgendwie so. Ja, theoretisch müsste doch jetzt schon eigentlich gehen, oder? Wenn ich jetzt so ein bisschen komme. Beschwer das nochmal so ein bisschen auf beiden Seiten hier. Ja, vielleicht eher so ein bisschen mehr am Rand auch. Müsste man halt wissen, wie schwer tatsächlich die Dinger sind. So, jetzt kann das doch gar nicht mehr umgeben. Da geht doch gar nicht mehr. Da
Das zählt als umgekippt? Halt doch dein Maul, Alter. Das ist so ein Millimeter. Ich hasse ihn. Oh, das ist so anstrengend. Das ist so scheiße. Das macht so keinen Spaß. Geh mir nicht auf die Nerven. Tschüss. Ehrlich. Boah, jedes Mal wieder. Jedes Mal denke ich mir, ich gebe dir nochmal eine Chance. Und dann geht's mir wieder so auf den Sack, ne? Für so, oh, wofür mache ich das? Für so lächerliche Kackrubine. Nee, Alter. Wenn ich mir jetzt mal 100 geben würde, dann würde ich ja sagen, okay, ich quäl mich dadurch. Aber für so 3 Dollar gefühlt, die er mir dann in die Hand drückt. Nee, Alter. Boah. Ist das nervig. Dieser dumme Wichser mit seinen Schädeln. Oh. Boah, das macht mich richtig wütend, ey. Das macht mich richtig wütend, dieser Typ. So, was haben wir denn hier Schönes? Windstärke. Mhm. Okay. Ist da irgendwie so eine Art Batterie? Nee. Nee, dafür ist es auf jeden Fall nicht. Okay. Ja, okay. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung sich das drehen muss, to be honest. Ich denke mal, Windstärke, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Doch, es reicht sogar so. Ach so, okay. Oh, hab getroffen. So ist das gemeint. Warte, warum ist es jetzt so, ne? Genau. Das heißt hier dann logischerweise andersrummen. Andersrummen. Mhm. Ich sollte dringend mal wieder eine Schule besuchen. So, ich hoffe, das reicht und ihr seid jetzt zufrieden. Ja. Wunderbärchen. Das war's schon. Okay. Aber hier gibt's noch eine Truhe da oben. Ja, gut, ne? Nett, dass man auch einfach dieses ganze Gerät anhauen kann dafür. Das haben wir ganz am Anfang gelernt, ne? Ja. Komm schon, Link. Danke. Mächtiger Konstruktbogen. Tauschen wir doch gegen den einen, der fast kaputt ist. Das war ja easy peasy. Hey, ich kann mich jetzt wieder aufleveln hier, ne? Mann. Dann will ich das doch eigentlich machen, um jetzt zu sehen, ob wir die zweite Herzreihe anfangen. Oder ob das in der ersten noch weitergeht. Ich befürchte, es geht in der ersten noch weiter. Tja, so rein theoretisch muss es ja auch, ne? Weil es fehlt ja noch relativ viel. Oder es gibt jetzt auch mehr Ausdauer, weil damals gab es auf jeden Fall nur 2 Ausdauerringe extra, also 3 insgesamt. Wo geht's? Ach, von Kakariko aus geht's schon am schnellsten, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Das hat Teno. Wo ist Kakariko? Ich hab Kakariko verloren. Da ist Kakariko. Jetzt haben wir 64 Schreine, ne? Cool. Cool. Ja. 80 Crocs. Erinnere mich daran, dass ich einem Typen da noch helfen muss. Boah. Ich glaube, ich finde sogar die Croc-Quest weniger ätzend als den Schildtypen. Das ist halt auch so ätzend, dass es dann halt jedes Mal wieder ich das halt alles neu bauen muss, ne? Beziehungsweise nicht muss neu bauen, aber es wird dann halt daneben gelegt. Ich denke mir so, ja toll. Das war ja schon so damit einkonstruiert, ja. Und das Schild, das bringt mir jetzt nichts. Das muss ich alles nochmal auseinanderbauen, damit das funktioniert. Und das kotzt mich an. Oh, ja. Ein Zeichen meiner Wut. So. Ja, ich kann mir eine lustige Geschichte gerade erzählen. Die hatte gar nichts damit zu tun, aber ich habe eben ein bisschen Gitarre gespielt vor der Aufnahme. Und ich habe mir wirklich, glaube ich, zum ersten, also
Ja, nicht blutig gespielt, aber zumindest habe ich mir irgendwie so an meinem linken Ringfinger irgendwie so. Das fühlt sich wirklich verbrannt an, als wenn ich da so Brandblase hätte. Das habe ich beim Spielen gar nicht gemerkt. Ich habe einfach gespielt, dann gucke ich mir den Finger so an, merkst du plötzlich, yo, da ist ja irgendwie voll hier verbrannt oder voll. Voll eine Wunde. Ja, okay, es geht ja, die erste Reihe geht weiter, ich habe es mir gedacht. Und dann plötzlich, nachdem ich realisiert habe, dass es eine Wunde war oder ist, tut es auf einmal voll weh. Da war so, aua. Hab dann auch so einmal noch versucht zu spielen, einmal kurz, weil ich musste jetzt gerade für so einen Riff, was ich übe, quasi immer an einer Seite so einmal lang mit dem Ringfinger, so wut, ne, so. Brrr, versteht ihr? Und, ja, das ist halt Reibung und so, ne, und das geht dann natürlich schon mal ein bisschen schneller kaputt, als wenn ich jetzt einfach nur raufdrücke. Und das hat so übel weh. Ich hab einmal darüber und dann, au, oh, nee, okay, ich muss aufhören. War zum Glück am Ende des Gitarrenspiels, von daher war das dann nicht so, dass ich jetzt irgendwie abbrechen musste, aber. Aua, jetzt habe ich mir so ein Pflaster rumgemacht mit, Salbe mit ja, Beta-Isodona oder so heißt das. Hat meine Mom mir empfohlen. Die kennt sich ja aus. Sie hat gesagt, das ist immer gut bei irgendwelchen Wunden und so. In der Hoffnung, dass es jetzt relativ schnell wieder geht. Heile wird. Damit ich vielleicht heute Abend wieder spielen kann. Naja. So, wo willst du denn hin, du Spacken? Spaten. Du Pfosten. Ja, ist okay. Ist gebongt. Hast gewonnen. Ich finde die Kamera aber ein bisschen doof, dass ich die jetzt nicht drehen kann. Also ich, logischerweise, weil ich mit dem rechten Stick. Warte, Krog. Ich muss einen anderen Krog mal eben finden. Juhu. Wäre auch nicht verkehrt, bald mal wieder zum, hoppala. Zu Maronus zu gehen und mal aufzuleveln. Auch wenn ich wahrscheinlich dann eh nur ein Schwert-Upgrade mache. Schwerttasche und dann wahrscheinlich nur einmal upgraden kann und es wieder. Dann war es schon wieder. Ah, mal gucken. Ah, Mann, wo waren das jetzt genau? Das ist doch jetzt wieder Kacke hier. Da. Ich glaube, da ist Wasser im Weg, oder? Scheiße. Oder ist er nur ein. Nee, so eine Schlucht, glaube ich. Doch, da unten ist Wasser. Warum muss der Wolf mir jetzt auf den Sack gehen? Wolf, du bist so ein schönes Tier und. Und mein Zora-Kumpel Kittich einfach, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Sido hieß er, genau. Auch wenn er keine Maske trägt. Aber das ist ja eh lange Vergangenheit. So, kannst du da bitte stehen? Das wäre super. Alter, macht's wirklich. Ich habe so fest damit gerechnet, dass er runterrollt. Aber sowas von fest. Geilo, dann geht's ja. So, das ist doch jetzt direkt hier, oder? Oder muss er noch höher? Ne, der muss noch höher, wa? Alaka Mashallah, aber das geht. Das sollte funktionieren. Oh, da liegt ein Tor. Einfach so. Bitteschön. Wird einen fetten Kumpel gebracht. Fetter Hobbit. Ich habe 27 Krogsamen. Wenn das nicht ein Zeichen ist, jetzt mal bei Maronus einzutauschen. Boah, drei Raketen, das ist nicht schlecht. Kann ich gut gebrauchen für die, für die Crocs, die halt gestöpselt werden wollen. Oder ja, entstöpselt. Und da liegt noch die Leiche vom Wolf. Schön. Dann soll es nicht umsonst gewesen sein. Dung, 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 dung. Ja, dann gehen wir mal weiter, beziehungsweise, warte mal, wo will ich jetzt eigentlich? Eigentlich will ich ja eher so. Ja, wobei. Weil die Quest, ne? Weil irgendwo Unterwäsche-Models noch rumlaufen und, naja, vielleicht kann man denen ja auch mal eben helfen. Aber ich weiß nicht. Alter, dann Gorone da hinten. Wir haben schon Gorone im Spiel gesehen, das ist nichts Besonderes mehr. Mal kurz was machen. So. Affe.
Weil ich natürlich auch nicht weiß, wo das ist. Ich kann ja eigentlich mal eben hier, ne? Monsterhöhle am Berg. Ja, okay, ist schon irgendwo da hinten ganz. Mein Gott! Steuerung. Gaga, gaga. Gaga werde ich dabei. Ja. Liegt hier einfach mal wieder so ein Wirbel rum. Fahrt zum Todesberg. Ich erinnere mich hier dran. Da sind wir damals auf jeden Fall auch lang gelaufen. Als wir zum, haltet euch fest, Todesberg gelaufen sind. Alter, meine Zunge ist gerade komplett abgespackt. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Ich habe gar nichts mehr hingekriegt. Oh, nee. Oh, nee, Alter. Halt doch dein Maul. Wo willst du denn hin? Das sieht auch ganz furchtbar aus, weil du irgendwo da oben hin willst. Weil die gucken ja immer dahin, wo sie hinwollen, ne? Ja, es ist tatsächlich sogar machbar mit einem Boot. Ups. Ja, sogar eine Steuereinheit. Dann will ich mal nicht so sein. Dann kriegst du deinen Kumpel wieder. Ich hoffe, das Ding kann schwimmen. Das ist eigentlich eher ein Auto. Aber wahrscheinlich ist es so amphibienmäßig, ne? Ja, guck mal. Ganz entspannt. Ich hatte echt kurz Angst, dass es untergeht. Ach ja. Ding, ding, dong. Ach ja. Da wäre ich schon ganz müde. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Ratet mal, was mal wieder direkt vor der Zeitanzeige ist auf, von OBS. Richtig, meine Trinkflasche. Was auch sonst? Ach, jedes Mal. 27 Minuten. Mein Gott. Die 27 ist heute auch mal wieder präsent as fuck. Wow, genau 27 Minuten oder fast. 27 Sekunden und 5 Sekunden oder so. 27 Minuten und 5 Sekunden. Nicht 27 Sekunden und 5 Sekunden. Das würde wenig Sinn ergeben. Tatsächlich. Wie das untergeht. Ich hoffe, das funktioniert noch. Aber ich denke mal schon. Leck mich am Arsch. Nein. Macht ihr schon so ein Ding und dann. Oh. Da ist auch Holz. Hm? Tauschen wir es mal eben um. Es bleibt doch nicht an dem Schild hängen. Da kommen Gerone. Gerone. Gerudo wollte ich sagen. Die auch alle mit G anfangen. Gerudo, Gerone. Giganten. Gollum. Das ist schon alles schlimm. Das ist schon alles schlimm heutzutage. So. Savoy übrigens. Ja, kann ja nur in der Mitte. Ich habe ja meine Plattform da. Holz, bitte tu mir einen Gefallen, geh nicht direkt unter. Aber eigentlich müsste das doch rein logisch betrachtet nicht passieren. Es passiert. Aber nicht ganz so krass. Bitte, bitte ertrink nicht, okay? Kleiner Krog. Hilfe. Ich kippen die ganze Zeit voll zur Seite, ey. Ah, ist das schlimm. Wow, okay. Ganz ruhig. Etwas starker Wellengang. Wie schief ich hier liege. Ist das geil. Okay, komm. Ja, okay. Einfach irgendwie. Ja, mein. Ja, okay.
So. Da. Bitteschön. Oh, ich gebe mir viel zu viel Mühe für diese Penner. Ich sollte das nicht tun. Ja, ne? Wo wir eigentlich hier sind, ne? Wir sind direkt beim Turm. So, warte, dann machen wir jetzt einmal den Turm. Direkt, ja gut, direkt ist es jetzt nicht, würde ich sagen, aber so ein bisschen zumindest, ne? Alter. Kurz Angst, dass ich jetzt hängen bleibe und das für immer war. Mein Spielchen ist kaputt. Schade aber auch. Ja, und sonst so? Es ist warm, Leute. Es ist sehr warm in letzter Zeit. Gerade noch so an der Grenze, dass ich sage, ist okay. Kann ich noch mitarbeiten, aber gestern war es schon so schwül und das war dann halt auch ein bisschen zu viel des Guten. Zum Glück keine Kopfschmerzen. Ich bin ja so ein bisschen anfällig, ne? Dass ich dann häufiger auch mal Kopfschmerzen kriege. Gestern glücklicherweise nicht. Aber ja. Mal gucken, wie es heute wird. Weil morgen hat es ein bisschen geregnet, das fand ich schön. Und dann hat es aufgehört, das fand ich dann nicht so schön. Aber gut. Das, wir werden es überleben, noch. Nicht ewig, weil Klimawandel, funny. Aber, ne, ihr wisst schon. Nachher wieder in die Stadt. Schalala, Turm in der Schlucht von Eldin. Es war sehr einfach, hier hochzukommen. Das heißt, es wird jetzt wieder irgendeine Quest geben. Ja, guck mal, da steht schon mein Kumpel. Der Stress will. Was für ein Ärger. So sieht man sich wieder. Ich weiß nicht, wer du bist. Hallihallo. Tut mir leid, hier ist ein ziemliches Durcheinander. Durcheinander? Ein riesiges Trümmerstück ist vom Himmel gefallen und hat den Kartografierturm erwischt. Dabei ist die Abdeckung oben auf dem Turm abgerissen. Das heißt, der Turm ist oben einfach offen und außerdem lässt sich der Eingang nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich würde sich der Eingang öffnen, wenn man die Lesevorrichtung dort drin benutzen würde. Aber man kommt ja nicht rein. Nope. Der Eingang ist kaputt und lässt sich nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich wird der Eingang... Ja. Also ganz oldschool hochklettern, aber ich weiß nicht, ob ich... Okay, geht doch. Ich frage mich gar nicht, ob es überhaupt funktioniert. Kann ich hier stehen? Well, yes, but actually no. So. Ach, Long. Ja, genau. Das ist gut. Du Affe! Boah, Junge. Ich krieg zu viel. Achso, warte mal. Ich könnte mich hier auch von unten annähern, ne? Na gut, jetzt versuche ich es erstmal. Jetzt versuche ich es erstmal so. Rein chiropraktisch. Okay. Gut gemacht, Link. Man hat ja gesagt, der Deckel oben ist abgefallen. Deswegen denke ich mir, ich kann dann ja von oben einfach reinspringen. Ne? Das ist gerade so mein Gedanke. Willst du nicht weiter, Link? Ganz langsam, ne? Ganz ruhig. Eieiei. Ja, ist so ein bisschen oldschool, ne? Damals mussten wir auch mal die Türme hochklettern. If you remember. Ah, hier kann man schön stehen. Mit so, oh, es ist zu steil und Link fällt einfach runter. Nein, nur noch nicht unser Link. Es war eventuell ein Fehler.
War es nicht. Es reicht. So, hoffen wir, dass es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ist einfach hier abgefallen, der Deckel. Wow, okay. Oh Gott. Es gibt trotzdem... Nein, scheiße, der hätte recht reagiert. Na gut. Oh, genau wie ich es mir dachte. Die Vorrichtung drin hat den Eingang geöffnet. Du hast mir wirklich geholfen. Ich bin dir sehr dankbar. Gut, dann ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus, bevor ich aufbreche, um meine nächste Aufgabe zu erledigen. Ich kann jetzt schon einfach hier durch, ne? Ja. Ist ja nur der Deckel, der fehlt. Funktioniert ja trotzdem noch, ne? Guck mal, kann ich gleich perfekt zum Schrein fliegen? Oder zur Quest fliegen geht vielleicht auch. Todesberg. Cool. Himmel geht jetzt nicht so viel ab. Finde ich gut. Puh. Ich habe meinen Finger gerade gerochen. Der wehtut. Dieses Zeug riecht. Oh, guck mal. Handschrein in der Nähe. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Wobei. Oh, ja, doch, doch, doch. Hier möchte ich jetzt hin. Mit der schlechtesten Waffe aller Zeiten besiegen, bitte? Nein. Ich habe eine bessere. Oh, er ist fast kaputt. Na gut, dann bringen wir es zu Ende. Doch nicht. Moin, Alter. Boff. Ha. Für die hat Batterie daran gepappt. Ah, jetzt verstehe ich auch, wie das mal funktioniert mit den Dingern, ne? Alright, na dann wollen wir doch uns da auch mal hocharbeiten, würde ich sagen. Dann erstmal will ich das Loot da bitte mitnehmen. Wow, was hat denn der gerade für einen Flip gemacht, der Wagen? Ich weiß nicht genau, was das gerade sollte. Ja, ne? Da war jetzt denn noch was? Nö. Nichts von Begehr. Oh, da war irgendein Fragezeichen. Naja. Also Batterie bedeutet wirklich einfach, dann kann ich unendlich irgendwas benutzen. Schon geil. Oh. Wie, du bist nicht wanted mit dem Ding. Du bist auch wie so ein Tanzzapfen da dran, noch einfach, ne? Ah, wieder ein bisschen Sonnenfleckchen. Ist wertvoll, habe ich gehört. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal oben durch, wa? Gucken, wo wir landen. In einer Zwischenhöhle. Ach komm schon. Ach so. Warte mal. Da ist auch eine Wand vor. Aber hier komme ich rein. Hab ich noch irgendeine Waffe, die wirklich eine Klinge ist? Ha. Ich habe mich ein bisschen anders. Wobei, vielleicht hier? Ja, hier, okay. Sonst hätte ich anders von unten kommen müssen. Anders von unten. Ja. Wille der Weisen. Ein Überbleibsel der Willenskraft der Weisen aus alten Zeiten. Wenn du vier davon an einer Statue der Göttin darbringst, vertieft sich deine Verbindung zu den Weisen. Okay. Okay.
Okay, ist es dann quasi wie damals hier in den DLCs, wo man dann ja die Willen, die Reckenfähigkeiten verbessern konnte? Ist das sowas? Gibt es nur 4 Stück im gesamten Spiel? Ich weiß ja nicht. Ja. Leute, ich weiß es nicht. Da bauen wir jetzt auch mal so ein schönes Batterieteil. Ja gut, ein bisschen schief. Aber egal. Dann klotzen wir das einfach daneben. Dann sieht das nämlich wieder schön aus. Fast. Es sieht furchtbar aus. Es tut mir wirklich auch leid. Aber egal. Das ist schon krank hier, ne? Einfach mit so einer Lore über den Himmel fahren. Ich hab Bock auf Skyward Sword. Jedes Mal, wenn ich hier fahre, habe ich Bock auf Skyward Sword wegen diesem Minispiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Sonnenfleckchen überall. Ja, Sensor, ich weiß. Ich werde dieses fucking Sonnenfleckchen mit. Oh! Sonnenfleckchen mitnehmen, was hier existiert. What the fuck? Ja, okay. Da kann ich mich darum rüberballern. Ich weiß nicht, warum ich das tun sollte. Okay. Wo sind denn die Sonauteile? Ich kann es ja irgendwie. Ja. Was Neues dabei? Ich glaube, wir haben auch schon alles, was es gibt wahrscheinlich, ne? Hydrant! Okay, hatten wir noch nicht so, aber... Ersatzbatterie. Okay, aber hä? Hatten wir doch schon mal, oder nicht? Oder hatte ich eine Batterie noch nie im Inventar? Hydrant auch nicht, aber ich habe ja schon mal eine benutzt. Eine Hydrant. Ah, hier kann ich da noch drehen, okay. Das ist ja wild. Also warum kann ich das tun? Was bringt mir das? Wenn ich, ja, dann kann ich mich da oben hochballern, ist ja nett, aber da ist ja nichts groß von Begehr, glaube ich, ne? Denke eine Truhe. Naja, nach dem Schrein können wir ja mal gucken. Kakadu-Schrein, nee, Kadaunar. So, ist das nur ein Segen vielleicht, weil ich ja einen langen Weg hin hatte nach oben? Wahrscheinlich nicht. So lang war der Weg nicht. Nope. Wasserwege. Wisst ihr was, Leute? Ich beende jetzt die Folge hier. Und wir machen das dann beim nächsten Mal, ne? Guck mal, passend hier auch mit Hydranten müssen wir arbeiten. Eieiei. Ja, beim nächsten Mal machen wir das hier. Und dann gehen wir nach unten wieder auf den Erdboden. Machen dann noch den anderen Schrein. Und dann gucken wir mal, ob wir den Leuten dann noch in der Höhle helfen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.